Hast du schon mal versucht, so ein Feuer anzuzünden? Das ist echt gar nicht so einfach. Hallo, ihr Großen und Kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und du siehst Enigmatis 2, die Nebel von Ravenwood. Das Ganze ist ein Wimmelbildspiel. Und es ist teilweise ein bisschen unheimlich, nur dass du schon mal vorgewarnt bist. So, und jetzt habe ich hier einen Kranschlüssel und den kann ich hier benutzen natürlich. Also, nee, hier gehört er nicht hin. Doch. Okay, was habe ich hier jetzt? So ein Rad und... Was ist das denn? Ein Meißel. Ein Ventilrad und ein Meißel. Also, da muss ein Schlauch angebracht werden. Und ein Ventilrad? Wo muss denn... Ist das hier innen? Nein. Nein, 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 nein. Ich habe auch noch gar keinen Schlauch irgendwie gesehen. Hier ist zwar so eine Handpumpe, aber das ist ja eigentlich nicht das, was ich suche. Ach so, das ist eh... Da kann ich mir so eine Münze pressen lassen oder so, glaube ich. Ich habe ja erst gedacht, das ist ein Nussknacker, aber das scheint es ja auch nicht richtig. Also, hier kann ich auf alle Fälle... hier muss ich irgendwas machen noch. Wo kriege ich denn jetzt einen Schlauch her? Da ist noch so ein... Da so ein... Eine Illusion. Düb, 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 Eine Holzfällerstatue aus Holz. Das erscheint irgendwie... falsch. So. Dampfbetriebene Kräne wurden gewöhnlich benutzt, um Baumstämme am Fluss zu be- und entladen. Tja, aber was soll ich jetzt tun? Hier muss ich anscheinend wieder zurück. Okay, was habe ich denn jetzt schon wieder übersehen? Ist ja unglaublich mit mir. Ach so. Okay. Tada. Ah, ich habe Kohle. Mit einem Behälter könnte ich sie einsammeln. Ich habe hier einen Korb. Perfi. Aber einen Schlauch habe ich trotzdem noch nicht. Also... Ich merke es nur mal an. Aber natürlich kann ich die Kohle hier ja schon mal reintun. Die kommt hier rein. Und die kann ich auch anzünden. Ohne Anzündholz funktioniert das nicht. Ohne Anzündholz funktioniert das nicht, sagt er mir. Kann ich das... Ich habe immer noch kein... Kann ich das hier auf... Interessante Idee, aber ich sollte etwas anderes versuchen. Irgendwas muss ich doch mit meinem Meißel machen können. Ich will jetzt hier was meißeln. Kann ich hier das aufmeißeln? Ja, auch nicht. Wie soll das denn funktionieren? Das ist ja nun vollkommener Blödsinn. Aber ich habe einen Meißel und ich will es benutzen. Na gut. Kann ich hier... Echt, also, manchmal... Wo, was habe ich denn jetzt übersehen? Hier. Ach na, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Alles klar, dann mal auf damit. Was ist das hier? Anzündholz. Na, was ein Zufall. Ach, guck mal, ein Schlauch auch noch. Was ist das hier? Ah, der Sechskantschlüssel. Ist da auch noch. Jetzt bin ich hier aber wunschlos glücklich. Guck mal, den Sechskantschlüssel brauchte ich doch hier. Einmal. Zack. Bedem. Oh, hallo? Ich habe da mal was losgeschickt. Oder so? Na, da kann ich noch nichts mitmachen, leider. Nee. Ja, cool. Jetzt habe ich hier Holz. Ich und mein Holz. Okay, alles klar. Jetzt kommt hier Anzündholz hin. Und dann Streichholz. Und es wird warm. Hast du schon mal versucht, so ein Feuer anzuzünden? Das ist echt gar nicht so einfach. Gib mehr Zunder, Baby. Um den Tank aufzufüllen, ist eine Wasserquelle erforderlich. Ja. Ah, jetzt, wenn es zu ist, wird es auch heiß. Guck mal. Kann ich doch hier... So. Jetzt aber hier, komm her. Okay, ich habe jetzt volles Wasser, volle Rohrhitze. Jetzt
kann das nur gut gehen mit mir hier. Was muss ich tun? Die Steuerung ist inaktiv, der Motor läuft nicht. Ach so, muss ich da noch einen Knopf drücken? Wahrscheinlich, ne? Ah, hier, einen Schalter umlegen. Macht Sinn. Ja. So, jetzt aber. Oh ja, hier, guck mal. Oh, hier bewegt sich alles. Das kann ich bewegen. Um runter. Oh. Was ist denn das für eine Schaltung? Das ist so nicht richtig. Nein. 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 Oh nein. Also so eine Rätsel finde ich, ziemlich schwierig immer. Das ist mir immer, ich schaffe die immer nur mit Glück. Also ohne Witz, das ist bei mir immer echt reine Glückssache, weil das hängen immer zwei zusammen, ne? Und man muss dann immer rausfinden, welche zwei gehören denn zusammen und... Obala. So. Wie gesagt, das ist Glück. Das, so eine Rätsel gibt es in mehreren Spielen, ja. Aber wie gesagt, ich bin dazu immer zu unfähig. Das ist bei mir immer reine Glückssache. Und irgendwann treffe ich halt die richtigen Knöpfe. Ich weiß es gar nicht, ob ich das bei Alan Wake hatte oder so. Wo das auch so... Da gab es, glaube ich, auch so ein Rätsel irgendwie. Oder war das bei Resident Evil? Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle war das auch so hin und her gewusel. Ja, aber wird schon irgendwann wird's schon der richtige sein. Jetzt hätte ich den noch gerne anders. Oh Mann, ey. Nee. Da. Nein, jetzt ist es genau andersrum. Ach, komm schon. Nee, ach, Menno. Ist der richtig jetzt? Der muss oben sein, ja. Und der muss auch bitte oben sein. Und da muss der unten. Nee, so. Nein. Der macht den mit nach unten. Und jetzt muss der aber nach oben. Ha. Ha, ha, ha. Ja, wie, ich muss das doch jetzt nicht nochmal machen. Ich kann doch jetzt hier zurückgehen und kann doch darüber gehen, oder? Oh nein, muss ich das öfter machen? Nein, jetzt ernsthaft? Ach, come on. Kann ich nicht über so einen Balken rüber balancieren? Dann hätte ich mir das doch gemerkt. Ach, Menno. So, nee, der ist es nicht. Der bewegt den hoch und... Ach, komm schon. Nee, dann löse ich das jetzt. Das ist mir zu viel rumprobiere hier. So. Auszeichnung, ja. Ich hab's ja lösen lassen. Das war jetzt nicht so schwierig. Okay, an das andere Flussufer bitte. Jetzt gucke ich mal, ob Becky da drin ist. Oh, hier ist ein... So ein Illusionsding. Ein Schmetterling siehst du nicht zufällig irgendwo rumflattern, oder? Nee, ich sehe jedenfalls keinen momentan. Ich guck mal. Nein, ein gewöhnliches altes Schloss. Mit einem dünnen Werkzeug könnte ich es öffnen. Ich habe natürlich wieder nichts. Lass mich hier durchgucken. Die Sicht ist völlig verschwommen. Ich kann nicht hineinblicken. Verbringen Sie einen Familientag im Ravenwood Park. Ja, das möchte niemand. Besuchen Sie den Ravenwood Park mit der ganzen Familie. Sehen Sie die Mammutbäume wie nie zuvor. Das befürchte ich auch. Mhm. Na gut. Familientag? Ja, klar. Schön. Okay, ich habe aber jetzt so einen dünnen... Was war das? Ist da jemand drin? Ja, hier, komm, wir machen auf. Komm her. Mit einem zweiten Werkzeug könnte ich das Schloss knacken. Ach, komm schon. Das ist gemein. So, wo ist denn nur noch was? Ein Waschbrett. Eine Kiste. Die Aussparung ist ähnlich geformt. Ja, nee, da kann ich jetzt leider nichts machen. Wäscheklammern. Ach, Mensch. Ja, da kann ich jetzt nichts tun. Ich guck mal hier weiter. Jetzt kann ich da... Oh, ein Schmetterling. Da. Vielleicht reicht es schon. Ich probiere das aus. Komm her. Ha. Ich bin hier voll der Schlossknacker. Ha, das ist merkwürdig. Hier ist ein Schmetterling. Das ist merkwürdig, oder? Hm. Was ist das hier?
Illusionsschema. Aha, irgendwelche Notizen. Eine Angestellte? Fröhliche Tiere, was soll das heißen? Illusion. Eine Illusion? Die Bilder zeigen den Park, wie er sich von heruntergekommen und gruselig zu fröhlich und instand gehalten verändert. Wachmann. Die Wache leistet gute Arbeit. Die letzten 3 neugierigen Schnüffler wurden gemeldet und schnell beseitigt. Sie zeigt leichte Anzeichen von Selbstwahrnehmung. Ein minimales Risiko. Das ist der verlassene Kartenverkauf neben dem Parkeingang. Beweise? Das muss es mit all den Nummernschildern, Autoschlüsseln und Handys da auf sich haben. Da ist jemand unten drunter. Oh Gott, Becky. Oh, du bist es. Ich dachte, der böse Mann sei hier, um mich zu holen. Mir geht's gut. Mein Freund hat mich gerettet, als das Monster kam. Er sagt, ich soll mich verstecken, wenn jemand kommt. Und das hier beschützen. Ich erkenne sie wieder. Alle Bilder beziehen sich auf Maple Creek. Und da ist der böse Prediger, dem ich hinterherjage. Guten Tag. Ich weiß, dass Sie in Maple Creek waren, als sich der Vorfall ereignete. Ich weiß auch, dass Sie seitdem die Verfolgung aufgenommen haben. Wir sollten reden. Ich bin im Besitz bestimmter Informationen, die für Sie von Interesse sein könnte. Mit freundlichem Gruß, Gerald White, Whitmarsh, nicht White. Ich vertraue ihm nicht. Der Besitzer des Tagesbuches war schlau genug, ihm nicht zu vertrauen. Nordkalifornien, mein momentaner Aufenthaltsort. Nordkalifornien, mein Moment, okay. Hier ist so eine Münze. Ein seltsamer Artefakte im Anwesen gefunden. Oh, es tut mir leid, mein Freund, aber das gehört mir. Hamilton, bist du das? Ja, dein alter Freund aus Maple Creek, der auch den Prediger jagte. Ich bin so froh, dass du hier bist. Whitmarsh hat mir eine Einladung geschickt. Vertraue nie jemanden, der dir etwas Interessantes erzählen möchte. Ich beobachte ihn nun schon eine Weile dabei, wie er mich beobachtet. Habe gesehen, wie sich dieser Ort verändert hat. Graues Elend zu Blumen und Sonnenschein. Ich wusste, dass hier irgendwas nicht stimmt. Dann trafen die Simmons ein und ich wollte sie warnen, doch dann wäre meine Tarnung aufgeflogen. Ich fühlte, dass der Park auf sie aus war. Ich versuchte, sie am Eingang aufzuhalten, aber Beckys Eltern waren leider bereits verschwunden. Ich schaffte es, den Vogel zu vertreiben und hier sind wir nun. Ich konnte dich nicht aufwecken, dein Auto war liegen geblieben und ich musste schnell handeln. Ich habe dich im Gebüsch versteckt und Becky hergebracht. Ich wollte zurückkommen. Doch dann stürzte diese verdammte Treppe ein. Es hat mich ziemlich übel erwischt und meine Dietriche sind aus meiner Tasche gefallen. Puh, ich muss mich setzen. Ah, ich glaube, ich habe mir mein Bein gebrochen. Einen Moment, ich werde in Ordnung sein. Kannst du Mr. Hamilton helfen? Neue Aufgabe, ein alter Freund. Eine beruhigende Szene. Kannst du ihm helfen? Ja, zeig mal her. Es ist gebrochen. Ich benötige einen Verband und etwas Gerades, um das Bein zu richten. Und als Frau Doktor werde ich dann in der nächsten Folge unterwegs sein und hoffentlich das Bein in Ordnung bringen können. Und ich habe hier anscheinend noch haufenweise zu tun. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakash.